Ja Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zurück zum neuen Karrierevideo mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Bruder, aka Rüdiger Rammel. Wir sind drin, Freunde. Ja, Saison Nummer 7. Schaut es euch einfach an, was passiert ist. Es lief mal teilweise gut. Das ist ja auch mal schön. Mehr sage ich nicht. Guckt euch das an. Karriere XXL, Best of, nächster Stream Sonntag. Lasst ein Like da. Ja, viel Spaß. Also ja, wir sind zurück mit dem FC Schalke 04 und Rüdiger Rammel. Oh nein! Wir spielen gegen die Türken. Das wird ein Derby. Sim, sim, bum! Oha! Was steht denn hier an? Bundesliga? Fünfter. Zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Digga, Frankfurt rasiert die Liga durch. Läuft bei denen. Bei der Hertha läuft's nicht so, bei Freiburg auch nicht. Aha. Aha. Ja, wir gehen mal rein. Hoffen dieses Jahr auf den großen UEFA Euroleague-Erfolg. Ich sag euch ehrlich, das ist gar nicht mein Wettbewerb. Guck mal, das ist unser Ziel. Aber Europa liegt mittlerweile unter meinem Anspruch. Bin ehrlich zu euch. Mittlerweile habe ich auch große Ansprüche. So Euroleague für mich Clowns-Fiesta. Euroleague für mich so ein Barcelona-Wettbewerb. Da fühle ich mich nicht wohl. Ich will hoch hinaus. Weißt du, was ich meine? Asano Uedraogo. Hat Schalke schon den perfekten Dybala-Ersatz? Kann Uedraogo seine Nachfolge antreten? Ja, natürlich, klar. Ein Achter wird die Lücke eines ZOMs füllen. Auf jeden Fall, das ist die Chance, zur Legende zu werden. Ja, genau. Super Frage von der Presse. Hat Schalke schon den perfekten Vidovic-Ersatz gefunden? Kann Richter seine Nachfolge antreten? Ja, genau. Ein linker Flügel kann den rechten Flügel richtig gut ersetzen. Er hat alles, was man dafür braucht. Und die Bild wieder klasse Fragen überlegt. Chat, einmal Applaus für die Bild-Zeitung. Super Fragen überlegt. Richtig geil. Richtig geil. Ah ja! Und wir haben ja internationalen Keeper. Ah, ganz vergessen. Lenny Schneider. Hedel auf die Bank. Ich habe wirklich Angst, dass, dass es in die Hose geht. Vamos. Ich will ein gutes Spiel sehen, Männer. Ein schönes Spiel. Digga, mein ganzer Chat ist voller Galatasaray-Wappen. Und Chim Chim Bom, Alter. Hallo. Digga, ich dachte, wir starten hier voll entspannt rein. Was ist denn los? Männer? Hallo? Ja? Was macht die? Hallo? Hallo? Was spielt die da? Was sehe ich hier? Ey! Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht wirklich nicht mehr. Die Leute schreiben unter die YouTube-Videos immer, dieses Projekt darf nie enden. Ich sag euch ehrlich, dieses Projekt muss enden. Jemand muss mich von meinem Schmerz erlösen, Alter. Jemand muss mich von meinem Schmerz erlösen. 33% Ballbesitz. Aber, Chat, war das nicht so, dass wir vor 2 Jahren, als wir die Euroleague gewonnen haben, auch unser erstes Spiel gegen Galatasaray verloren haben? Oder vertue ich mich da? Ja, aha. 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 Nee, war CL. Scheiße. Ehrlich jetzt? Digga. Digga. Das ist ja geisteskrank. Digga, das ist ja geisteskrank. Digga, was ist das? Digga, was ist das? Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Oh mein Gott. Lass mir mit ungewöhnlich schwachem Spiel, Bruder. Was redest du jetzt vor der Presse? Was sagt er? Ich bin gespannt. Was sagt er jetzt? Was sagt er jetzt? Zuletzt war Lass mir richtig gut drauf. Doch seine Leistung im Spiel von Schalke gegen Galatasaray war eine Enttäuschung. Tja, gut geht anders. Wow, Digga. Unsere Spieler sind richtig motiviert. Die sagen einfach so zwischendurch so, ja, tja. Gut geht anders. Ja, nee, danke. Ja, nice. Weiß ich Bescheid. Cool. Danke. Danke, Brian. Danke, ehrlich. Nee, klasse Sache. Klasse. Die Presse. Doppeldrechsler. Chimperform. Warum machst du so? Ach, Bruder. Weiß ich nicht. Du bist doch Scout, Digga. Du bist doch Scout von uns. Mach doch nicht diesen. Ich danke Ihnen, Boss, dass ich gegen Galatasaray spielen durfte, auch wenn meine Leistung nur mäßig war. Da muss mehr kommen. Ja, Bruder.
Sag ich dir ehrlich. Muss er ehrlich mehr kommen. Soll ich ihn jetzt anlügen und sagen, ja, Brian, war ein super Spiel, war richtig geil. Soll ich ehrlich sagen? Warte mal. Zwei Sachen. Nummer 1, Šeško gegen seine alten Jungs. Nummer 2, ich such die Stuttgart-Torhymne raus. Šeško gegen die alten Jungs. Nein! RDT! Oh Gott. Oh Gott. Nein, Männer. Wenn der spanische Wichser am Ball... Ich spiel's selber. Ich sag euch ehrlich, ich muss es selber spielen. Ich muss gegen RDT selber spielen. Ich muss, Chat. Ich muss. Bots macht eine Wette. Ich muss gegen RDT spielen. Digga, was ein Nachtritt. Und der Schiedsrichter ist ein Türke. Hakan Bozbakan. Hat auch wahrscheinlich Galatasaray gegen uns gepfiffen und uns verarscht. Boah, da, also ich sag euch jetzt schon. RDT mit dem Hattrick. Und der zündet einen Gritty. Boah, es wird bodenlos. Er hatte Schein auf Gala. Ich glaube ehrlich. Es wird ein Bruch. Soll ich euch erzählen? Es wird ein Bruch. Ey Mods, Chat, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne einen Sub da lassen. Wir sind Road to 6000 Subs, ich würde mich freuen. Wer noch kein Sub ist, wäre geil. Spieltag Nummer 5 in der Fußball-Bundesliga. Der VfL Stuttgart trifft auf den FC Schalke 04. Die Stuttgarter kommen mit Neuzugang Raúl de Thomas, dem Ex-Schalker. Riesenfehde zwischen ihm und Rüdiger Rammel, dem Schalker-Coach in seiner 7. Saison. RDT will es heute den Kritikern beweisen und bei den Schalkern auch ein Ex-Stuttgart auf dem Feld. Benjamin Šeško hat einen Umweg gemacht, mittlerweile zurück in der Bundesliga. Rüdiger Rammel mit seinen Schalker Jungs gefragt. Nach 4 Spielen steht man bei 2 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Die Schalker wollen den ordentlichen Saisonstart hier bestätigen. Die Stuttgarter kommen im 3-4-2-1 und mit der Nummer 21 Raúl de Thomas in der Startelf. Ko Itakura ebenfalls Ex-Schalker. Nur auf der Bank. Die Cannstatter Kurve begrüßt vor sich Hedel, den neuen Torwart der Schalker, im 3-4-2-1. Auch Rüdiger Rammel mit Linus Richter und Leroy Sané auf den Halbpositionen. Und Benjamin Šeško vorne im Sturm. Gegen den VfB, gegen den Ex-Verein. Und natürlich auch Wataru Endo wird am Ende der Saison seine Karriere beenden. Heute nimmt er auf der Bank Platz. Es ist das Duell der Rückkehrer. Stuttgart gegen Schalke. Chat, ich sage euch eine Sache. Ich werde RDT töten und ich werde seine Arme in der Cannstätter Kurve aufhängen nach dem Spiel. Aoyan. Für die Schalker. Thomas Aoyan versucht's direkt auf Šeško. Wait, what? Ingame natürlich, Twitch. Ingame, alles gut. Linus Richter mit dem Kunststück. Aue, Jan! Und Sané! Und das 1-0 für Schalke! Was ein krummes Ding! Leroy Sané! Nach dem Abpraller von Thomas Aue, Jan. Schalke führt früh. Kein schönes Tor. Aber Tor ist Tor. 0-1. Leroy Sané, 2. Saisontreffer. Der Ex-Schalker, der Ex-Schalker, ja klar, der Rückkehrer. Digga, oh mein Gott, Chat, ich muss kurz Pause machen. Digga, der zweite Typ, der da beim Freistoß stand. Einfach RDT. Ich dachte kurz, der da drückt mir den. Zum Glück ist er drüber gesprungen. Ey, ich hätte zum Therapeuten gemusst danach. Ich hätte zum... Hey! Was? Ach, Digga. Wow. Hä? Was ist das denn? Ey! Das ist Ulrich! RDT springt! Ich habe in meinem Leben noch nie so krass Karma kassiert, glaube ich. Richter, super Ball auf Šeško! Benjamin Šeško! Gegen die alten Jungs! Mit dem Gritty! Und das ist ein persönlicher Gruß! An Raúl de Thomas! Und an die Stuttgarter. Benjamin Šeško mit dem 2-1. Und die lieben Grüße.
nach Stuttgart. Grüß Gott, der Benjamin ist da. 1-2 für Schalke. Oh, Malik, ciao. Riesenzweikampf. Nein. Nein. Es ist Raoul de Thomas. Es ist Raoul de Thomas. Schüttler gleicht aus. Man darf einfach in diesem Projekt keinen Spaß haben. Du kriegst am Ende einfach immer Karma. Chat, ich sag euch ehrlich, das war nicht drauf, aber der hat einen Mittelfinger zur Bank gezeigt, ne? Der hat einen Mittelfinger zur Bank gezeigt und jetzt f*** ich ihn im Kopfballduell richtig so. Junge. RDT, ey, wenn der, also wenn Stuttgart gewinnt und mir RDT noch einen drückt, dann ohne Spaß. Sané mit Sechko. Sané. Emerson. Uedraogo! Gut gespielt. Riesenchance für Schalke. Und Ortega mit einer Klassenparade. Rossi geht raus und Sosa kommt. Ecke Aujan. Linus Richter. Mit Richter. Aujan. Sechko. Oh, gute Volleyabnahme von Uedraogo. Schalke dreht ein bisschen auf jetzt. Stuttgart kommt mit Hudson-Odoi. Vorbei an Emerson. Matriciani klärt. Sechko mit der Hacke zu Thuram. Sechko. Emerson Royal. Schalke versucht den Konter. Thuram. Thuram. Sechko hat den Kopf oben. Und Linus Richter mit dem 2-3. Linus Richter. Comeback nach Verletzung. Linus Richter. Vorlage von Benjamin Sechko und Schalke stellt wieder auf Führung. Thuram mit der schnellen Idee, Sechko spitzelt die Fußspitze dran. Und dann ist Linus Richter vor Ortega ganz entspannt, setzt ihn in die kurze Ecke und Schalke führt wieder. Raoul de Thomas packt die Skills aus. Ferguson. Und Stuttgart mit dem 3-3, Ferguson. Stuttgart gleich zum dritten Mal aus, Evan Ferguson. Raoul de Thomas leitet trickreich ein. Und dann steht Edel zu weit in der kurzen Ecke. Sosa, 90. Minute läuft. Sosa, Matriciani rettet. Konter nochmal für Schalke, Fragezeichen. Uzun, Can Uzun. Will Schade schicken, der kriegt den nicht. Jetzt kommt Stuttgart nochmal. Nein. Ach. 90. Minute plus 2. Stuttgart führt 4-3. Schalke führt 3-mal. Und Stuttgart gewinnt das Spiel. Und auf Schalke redet man vom RDT-Effekt. Ich kann das alles nicht mehr. Diese Karriere macht mich psychisch fertig. Digga, Amdouni war heute einer der besten beim Gegner. Was soll ich jetzt über Amdouni erzählen, Junge? Wer ist denn Amdouni? Was ist das denn? Fragt er mich nach Amdouni? Ich kann das alles wirklich nicht mehr. Jetzt spiele ich gegen Augsburg. Geht. Jetzt spielen wir gegen in Augsburg. Hugo Larsson. Boah, guter Spieler in Real Life. Hat sich Frankfurt geholt, ne? Der ist hier bei Darmstadt. Den können wir uns mal angucken vielleicht nächstes Jahr. Wie ist das 5-Millionen-Talent? Der ist ausgeliehen. Das ist der Kollege Adams. Aber der hat sich leider noch nicht entwickelt. Digga, was geht eigentlich mit diesem Mats Krüger? What the fuck, Alter? Was geht denn bei dem? Plus 6 einfach. Nee, Bruder Lenny, du bist Pokaltorwart, du spielst nicht. Zu Hause gegen Augsburg. Ja, komm, ey. Es wird Linus Richters Season, der wird zocken. Erste Elf steht. Ey, also bitte. Ich bitte euch, meine Damen und Herren. Ich bitte euch jetzt einmal inständig. Gibt's da irgendeinen, der mich brechen könnte? Ja, Richter ist wieder auf 83. Der war schon mal auf 84, aber war halt verletzt. Hedel, sehr gut. Unser Ballref. Huson. Entschuldigung. Sihuson. Und geh, Leroy. Geh. Ecke. Komm schon. Au, Jan und Jalla. Nochmal. Ach, scheiße. Miep bringen. Superball, Assam. Miep.
Mann, komm. Digga, muss mehr gehen als 0-0 gegen Augsburg. Schöner Ball. Lass mal. Super. Ja! Digga, er ist so gut diese Saison, Chat. Er ist so gut diese Saison. So viele haben ihn gehatet. So viele haben gesagt, verkauf Leroy Sané. Er ist so gut diese Saison. Er macht so viele wichtige Tore. Leroy fucking Sané, Alter. Wieder Sané. Stark, Alter. Stark, Mann. Einfach halten die Scheiße. Stark, Hedel. Bitte die Ecke noch verteidigen. Pfeife ab. Pfeife ab. Richtig. Oh, wichtig, Chat. Wichtig. Leroy Sané ist bis jetzt MVP diese Saison. Und vielen, vielen Dank, Steini, für den Raid, Alter. Ja, alles gut, Lenny. Alles gut. Steini-Emotes mal rein hier. Bundesliga gehalten. Stark. So, was ist der Matchplan? Auswärts bei Helsinki und dann auswärts Derby. Dann, Digga, dann Leverkusen. Oh nein, wir haben schon wieder Hamburg im Pokal. Chat, wir haben schon wieder Hamburg im Pokal. Es ist schon wieder Bruchgefahr. Und wir spielen zweimal hintereinander gegen Hamburg. Es ist schon wieder Bruchgefahr. Wie sieht es in der Tabelle aus? Tabellenvierter nach 6 Spielen kannst du nichts sagen. Chat, da kannst du wirklich nichts sagen. Ist halt bodenlos, dass wir schon wieder 11 Gegentore haben, aber das sieht auch sehr gut aus. Hamburg 15. Da weißt du ja schon, gegen wen du im Pokal fliegst. So, Euroleague. Da werden wir ein bisschen durchrotieren. Lenny natürlich rein. Larios. Lass mir. Leroy lasse ich drin. Ich werde Usun zocken lassen. Wir müssen halt ein bisschen Kräfte schonen fürs Derby. Come on, bitte. Wir haben das erste Euroleague-Spiel verloren. Helsinki müssen wir schlagen, sonst wird es schwer mit weiterkommen. Und ich will in der... Digga, die Fans haben europäischen Fußball verdient, auch wenn es die dritte Saison hintereinander ist. Vierte sogar mittlerweile. Einmal Conference League, zweimal Euroleague. Stark. Ja, let's go, Jan Usun. Chat, es ist so wichtig, dass wir einen fähigen zweiten Stürmer haben. Und dass wir halt Sesko immer mal wieder entlasten können. Usun ist wirklich ein sehr, sehr zuverlässiger Backup. Der hat ja letzte Saison auch 10 Tore gemacht, obwohl der in der Rückrunde nur noch Joker war. Ich habe übrigens heute Henning das erste Mal in Real Life getroffen, ne? Er riecht wirklich wie ein Goat. Er sieht gut aus, er riecht gut, er spricht gut, alles top. Er ist mein Löwe, mein Bär. Oh, schade. Kann man ein zweites machen, dann ist alles gut. Ja, miep, miep. Vamos. Sieht sehr gut aus, Chat. Das ist halt echt, das ist doch mal entspannt, Junge. Mach noch ein drittes. Junge, das ist ja ein Träumchen. Das ist ja ein Träumchen, Chat. Guck mal, wie schön das manchmal sein kann. Wie entspannt das manchmal sein kann alles. Fast so wie gegen Galla. Ein Tor mehr wäre halt noch geil, dann hätten wir positive Tordifferenz. Aber ich glaube... Das bleibt so. Aber wahrscheinlich kriegen wir jetzt noch eins. Ne. Ja, stark, Alter. Ja, war zwar nur Helsinki, bei allem Respekt, aber das müssen wir mitnehmen. Mal ganz kurz, wie Galla gespielt hat. Oh, verloren. Gegen Lask Linz. Ist halt eine sehr ausgeglichene Gruppe jetzt. Krass, Digga. Lask Linz hat unentschieden zu Hause gegen Helsinki gespielt und schlägt auf einmal Galla auswärts. Wie läuft's in der CL? Ey, Bayern hat Probleme. Okay, Chat, Derby-Time, Nationalelf, Linus Richter für Deutschland mit Kevin Schade, Hedel für Österreich und Xavi Aguilar ist spanischer Nationalspieler, so geil. Es ist so krass, egal welche Karriere, Leverkusen wird immer zur Nummer 1. Ja, die sind bei uns auch Tabellenführer jetzt. Nicht Tabellenführer, amtierender Meister. Ich lasse die Jungs mal machen im Derby. Asan plus 5. Ich lasse die Jungs machen, Chat. Abu Klal zockt nicht. Come on. Boah, Derby könnte brüchig werden. Hier Punkte mitnehmen wäre Killer. Dreier wäre Weltklasse. Und geh! Oh, Linus. Geh doch. Super Ball, Asan. Schade, Singo. Oh nein! Oh nee! Gonzalo Ramos mit dem 1-0. Ach, Digga. Mann, ja, ist okay. Und die direkte Antwort, komm! Abseits.
trau dich was. Mit Feuer aus der Halbzeit kommen. Mit Feuer aus der Halbzeit kommen! Leroy Sané, Digga, er spielt so eine Killer-Saison. Er spielt so eine Killer-Saison, Leroy Sané. Let's fucking go, Digga. Let's fucking go, Leroy. Und der Signal, Influencer Park ist ruhig. Leroy! Digga, ich höre gar nichts im Signal Iduna Park. Die sind alle ruhig. Ich höre gar nichts. Alle sind so ruhig. Hört ihr irgendwas? Ich höre nichts. Digga, let's fucking go. Let's fucking go. Da sind sie wieder. Weston McKennie und Brian Lassme kommen. Nichts verloren. Nein, bitte nicht. Danke. Leroy! Oh Gott. Oh Gott. Digga, das hätte ein Derby-Sieg sein müssen. Ey, wir waren so kurz vorm Derby-Sieg. Wir waren so kurz vorm Derby-Sieg. Aber Uedra Ogo und Sané haben richtig gut gespielt. Nein, bitter. Wie viel geht Becker hoch? 63 auf 65. Digga, das ist ein Top-Talent. Der ist 15, Chat. Was haben wir hier für ein Top-Talent am Start? Matthias Becker. Und Jones auch auf 63 hoch, aber der ist halt schon 18. Der Dings ist krass, Alter, der Matthias Becker. Den müssen wir mal im Auge behalten, Chat. Digga, Leverkusen mit Gavi, Coman, Wirtz, Vitinha, Diaby, Frimpong, Tammy Abraham. So eine kranke Truppe haben die. Karl Mayer plus 6er Form. Geht rein. Asan geht rein. Der spielt aktuell richtig gut. Ey, also jetzt... Also wenn wir gegen Dortmund... Chill. Wenn wir gegen Dortmund und Leverkusen ohne Niederlage rausgehen, wäre das ein sehr gutes Zeichen. Wenn wir jetzt hier auch nicht verlieren, wäre krass. Dann könnte das was werden, die Saison. Das ist ein sehr richtungsweisendes Spiel. Das ist sehr, sehr richtungsweisend. Jetzt aber, Seško. Jetzt aber! Jetzt aber! Ja! Seško! Zeig's den Hatern! Zeig es den Hatern! Zeig es den Hatern! Genau so, Junge. Genau so. Es ist Seško Season. Und Linus Richter Season. So wichtig. Leroy, Leroy! Digga. Können wir mal anfangen, über Leroy Sané zu reden? Dass Leute wollten, dass ich ihn verkaufe. Wisst ihr, wie krass der ist? Wisst ihr, wie krass Leroy fucking Sané ist? Junge! Was machen wir hier für ein gutes Fußballspiel? Wo sind die Rammelhater? Gleich meldet sich irgendwo, meldet sich so ein alter Van Raal mit mittlerweile 85 Jahren in der Karriere, ruft an und sagt: Hallo, das war aber ganz schön geschoben, das Spiel. Normalerweise sind die Leverkusener viel besser, die sind doch amtierender Meister. Ja, mein Freund, da hast du die Rechnung ohne Leroy Sané gemacht. Es ist nämlich Sané Season. Und Leroy wieder. Oh, und geh, Junge, geh, 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 geh. Ja, ja. Oh, Digga, die machen fast ein Viertes. Oh, Baby, geh nochmal. Geh nochmal, geh nochmal. Oh, 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 Digga. Wir haben einfach Leverkusen 3-0 weggeputzt. Der S04, der S04, der S04 ist wieder da. Der S04 ist wieder da. Chatzig mit, der S04 ist wieder da. Digga, was ist das? Schalke mit mäßiger... Was soll das? Obwohl Schalke zuletzt nicht in Bestform war, ist Matriciani dennoch voller Zuversicht. Digga, wir haben gerade den amtierenden Meister 3-0 nach Hause geschickt. Willst du mich flachsen oder was? Digga, Henning, sprech einfach mit der Presse nicht mehr. Sprech mit den Sachen nicht mehr. Ich sag's dir so, wie es ist. Einfach nicht mehr mit denen reden. Einfach gar nicht mehr mit denen reden. Also, ich stell mal ganz kurz ein, das ist aktuell die erste Elf. Und daran rüttelt sich gar nichts. Die sind so krass. Das ist die erste Elf, Chat. Es tut mir ein bisschen leid für Aguilar, den wir für viel Geld geholt haben. Aber Karl Mayer
und Uedra Ogo sind gerade so viel besser als McKennie und Aguilar. Und sorry auch an Lasme und Schade, aber Sané, Richter, Sechko, alles Macher. So, Lask Linz. Wenn wir das gewinnen, sieht es auch in der Euroleague krass gut aus. Jubicic spielen die vorne, Nakamura, Odri Ozola, der Triple-Gewinner mit den Bayern, der gefühlt 2 Minuten gespielt hat. Wild. Ist das Naby Keita oder was für ein Keita ist das? Oh, Digga, guck mal, wie die da vorne kombinieren. Wow, wow, wow! Digga, es ist Prime Barca. Oh ja, oh ja, oh ja! Oh ja, Baby! Leroy auf Sechko! It's a never-ending love story, my man! Oh, es ist so schön gerade. Hatten wir jemals eine Phase in der Karriere, wo es so gut lief? Digga, es ist so geil gerade. Es macht so Spaß. Guckt euch an, Digga. Es ist so geil. Es ist so geil. Oh Mann, ist das geil. Es ist so geil. Lenny? Lenny Schneider ist ein Ehrenmann. Lenny Schneider ist ein Ehrenmann. Sechko, Hattrick. Leroy mit 2 Vorlagen. Sechko schnürt den Hattrick. Und du darfst dir deinen Sonderapplaus abholen, Chat. Aufstehen, Sonderapplaus. Clap in den Chat. Benjamin Sechko, Top-Neuzugang. Vorne ein paar Kräfte schon. Ihr macht es so gut, Jungs. Ihr macht das so gut, Jungs. Ach, ist das geil, Alter. Oh, fast das Vierte. Au, Jan und Jalla, Boys and Girls. Das ist so cool. Digga, es ist ja so cool. Schalalala. Lala, okay. Ah, ich wollte gerade sagen, zu 0 können wir nicht, aber war abseits. Super Sache. 4-0 Auswärtssieg. Galatasaray 1-0 gewonnen. Ich glaube, Gala müsste dann Gruppenführer sein gerade. Wegen direkter Vergleich, ne? Yep. Ja. Ja, sieht doch gut aus. Sieht doch sehr, sehr gut aus. So. Guck mal. Aber meine Freunde, das ist die Schalke-Karriere. Denn jetzt geht's auswärts in den Breisgau. Freiburg ist Tabellen-18. Mit 2 Punkten. Was meint ihr, was da passiert? Was meint ihr, was da passiert? Ja. Ja, ja. Und dann 2-mal Hamburg. Einmal Pokal, einmal... Er hat 89. Er hat 92 Flanken. Er ist so ein Gott. Ey, bitte lass ihn noch auf 90 gehen, EA Sports. Bitte. Was lasse ich ihn trainieren? Ey, wenn wir den auf 90 kriegen würden, das wäre so krank. Offensiver Außenverteidiger. Flankenübersicht. Digga, ist das krass. 71 Millionen wert. Einmal wertvollster Spieler im Kader. Macher. Linus Richter. Guck mal, wie der auch wieder marschieren ist. In 4 Wochen 84. Wo ist Asan Oedraogo? Ah, gerade auf 81 gegangen. Geil, Alter. Hey, Boss, danke, dass Sie mir ein Ohr geliehen haben und mich spielen lassen, wenn ich in Form bin. Das rechne ich Ihnen auch an. Du bist ein Vorbild. Du bist der Vorbild. Aber Chat, ich rotiere aktuell nicht, ne? Also ohne Spaß. Aber wir haben eine erste Elf. Es tut mir für alle leid. Aber never change your winning team. Da müssen die Jungs sich hinten anstellen. Es tut mir wirklich leid, aber was soll ich hier ändern? Sané auch wieder auf 84, weil der halt gerade überragend ist. Ich ändere hier nichts. Sorry, aber... Auf keinen Fall. Das Einzige, was uns stoppen kann, ist ein gebrochener Zeh. Hede, sehr gut. Freiburg spielt einfach besser als wir. Oh, Sechko. Oh mein Gott, war das gut. Oh mein Gott, war das gut von Sechko. Alter. Krank. Aber das Spiel geht 90 Minuten und nicht 45. Deshalb kleine Brötchen backen. Wir haben da so unsere Historie mit Tabellen 18. 81% Ballbesitz. 19% Ballbesitz, dafür ein Tor. Effektiv, würde ich mal sagen. Ja. Miep, 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 miep. Schwer. Kevin, bitte. Ich liebe dieses Team gerade. Es ist... Ich habe nur Liebe. Ich habe nur Liebe für alle Spieler in diesem Kader. Ich habe nur Liebe. Schreiben Leute rein. Lass mir Finish, Digga. Und er macht schon wieder... Miep, miep. Habe ich es gejinxt?
Jinx. Ist okay. Ist okay, scheiß drauf. Sieg ist Sieg. Mit 26% Ballbesitz. Es wäre dreimal hintereinander zu null gewesen, aber egal. Ein gutes Pferd, Chat, springt nur so hoch, wie es muss. Ein gutes Pferd macht einen kleinen und dann löppt das. Meier mit mehr Einsätzen bei Schalke, als er dachte. Junge, weil du auch krass bist. Ohne Spaß. Ich habe diesen Xavi Aguilar geholt, aber du bist krasser. So, Thuram kriegt mal eine Pause. Lenny rein. Und Morgalla lasse ich zocken. Ansonsten Ende. Oh, bitte jetzt keinen Bruch. Bitte jetzt keinen Bruch, Boys and Girls. Bitte keinen Bruch. Ich möchte nicht von Tim Walter nochmal eingeschult werden. Boah, was? Oh mein Gott, Digga. Digga, Leroy und Sechko, Digga, das ist krank. Wow. Wow, 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 wow. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Alter, das ist echt gut. Alter Falter. Alter Tabellenführer. Was machen Sachen? Hab gerade deine Leverkusen in der Karriere 3-0 über den Acker gezogen. Es hat Spaß gemacht. Sehr gut, Männer. Sehr, sehr gut. Ey, wann sehen wir uns, Robert? Machen wir zum EAFC-Release ein bisschen Action mit den Teasys oder was? Sag Bescheid. Bist immer herzlich eingeladen. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Wenn du was starten willst, sag Bescheid, ne? Nochmal unser Ball. Nochmal unser Ball. Oh mein, was? Es ist Brian Barca. Es ist Brian Barca. Es ist Brian Barca. Wow. Es ist zu schön. Es ist einfach zu schön. Es ist ja wirklich einfach. Es ist einfach schön, was hier gerade passiert. Digga, wie gut. Auch starke Vorlage von McKennie, aber. Oh, Torwart mit vorne. Olofsson. Oh! Zu null, Männer. Sehr gut. Wir haben unser Kryptonit besiegt. Junge. Dortmund ist weiter gegen Darmstadt. Ich will wissen, ob Dortmund 2 gegen Bayern weitergekommen ist. Das wäre das Lustigste, was ich jemals gesehen habe. Wie läuft es für Alvaro bei Manchester City? Da bin ich gespannt. Ich sag, der Mann ist absolut Bankwärmer wegen Haaland. Nach einem Wechsel sind die Erwartungen immer beim neuen Club enorm hoch. Das musste auch Alvaro nach seinem Abgang von Schalke feststellen. Dennoch läuft es bei Pep Guardiola nicht. Nach seinen jüngsten Auftritten zweifelt schon so mancher und auch des Man City-Boss am Neuzugang. Er bringt zu wenig, sagte ein Man City-Fan. Schalke kann ihn gerne wiederhaben. Gescammt, meine Freunde. Gescammt. 180 Millionen in die Tasche des FC Schalke 04. In die Tasche. Oh, wow. Wow. Digga, EA Sports auch so schlau. EA Sports so gut programmiert das Spiel. Bayern München besiegt Rivalen. Digga, die denken auch, nur weil Dortmund draufsteht, ist gleich Rivale. Walla, Bruder, das ist Dortmund 2. Chill mal. 3-2 gegen Dortmund 2 ist jetzt nicht gut. Guck dir mal die Formen an der Spieler. Hast du mal die Anzahl gesehen? Hast du mal die Menge an, weiß ich nicht, gesehen? Plus 5 Sané, plus 5 Sechko, plus 5 Meier, plus 6 Ciao. Ich spiele gegen Bayern nächste Runde? Halt's Maul, ehrlich jetzt. Das ist ein Downer. Wow. Auch noch, wow. Auch noch in München, wow. Digga, hätte ich nicht irgendwie... Gib mir doch Führt oder so, was... Wow, was soll das denn, Bruder? Oh Mann, und direkt wieder raus. Klasse. Okay, Leute. Ich bin ehrlich zu euch. Meine lieben Schalker, meine liebe Truppe hier. Also... Ich möchte, dass ihr euch zusammenreißt. Das war im Pokal eine super Sache. Wir haben im Sturm einen Daniel Sturridge, wo das T vergessen worden ist. Verstehe ich alles, okay? Problem Nummer 2 aber, Hamburg ist unser Kryptonit. Und im Real Life ist dem FC Schalke da was passiert. Und zwar im Pokal weiterkommen und dann in der Liga kläglich verlieren. Und ich habe in dieser Saison schon 5-mal die Hamburger Torhymne gehört, okay? Ich bitte euch. Ich bitte euch. Stefan Raab im Tor. Nein, das ist Matteo Raab. Der ist ein guter eigentlich. Eine wichtige Durchsage. Ein kleiner übergewichtiger Junge aus Herne kotzt gerade im VIP-Bereich. Bitte tragen Sie ihn per Liege raus. Danke. Ja.
Es war klar. Ich weiß doch, wie sowas läuft. Klar wie Klos früher. Leroy auf Sesko ist einfach Fußball-Basic-Grundwissen. Fertig. Und ruhig das Volksparkstadion. Ja. Ha! Oh, Chat, es ist Zeit für Aoyan und Yala. Vertrau mir, Bruder, du kannst das. Vertrau mir, Bruder, du kannst das. Aoyan. War ziemlich scheiße, wenn man ehrlich ist. Nein. Ach, Digga. Oh Mann, was ein Scheiß-Tor. Oh mein Gott. Es ist halt wie in Real Life. Du gewinnst den Pokal und kriegst in der Liga auf die Fresse. Oh ja, und Yala. Was? Ich bin abseits. Ja, es ist der Klassiker, wir haben verloren. Es ist der Klassiker. Warum? Es lief so gut. Wir haben den ganzen Monat, glaube ich, nur gewonnen. Warum? Rede mit mir. Guck mal, wie gut der Monat war. Guckt euch mal an, wie krass der Monat gewesen wäre, hätten wir jetzt in der Liga gewonnen. Aber nein. Oh Junge, wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele ohne Niederlage hintereinander. Und dann kommt der HSV und sagt, ich ball und bech Delfin. South Park Reference, wer versteht? Und der Ball ist im Netz! Ist der Ball im Netz? Wir sind uns da nicht sicher. Ja, doch, der Ball ist im Netz. Gutes Ding. Klapp für Hamburg. Stark. Gutes Ding. Hamburg sympathisch. Es ist Europa League. Es wird rotiert. Die Rotationsmaschine, die wird angeworfen. Aoyan kriegt eine Pause. Schallenberg darf spielen. Emerson Royal darf spielen. Aguilar darf spielen. Morgalla darf spielen. Mimi Blasmin darf spielen. Und das war's. Fährmann rein. Ja, frisst zu viel Kuchen aktuell. Aktuell sind alle Positionen rotierbar, außer Sesko und Sané, sage ich ehrlich zu euch. Gibt's gute Gründe für. Und Henning nicht, weil Captain. Oh, Captain, my Captain. Oh, schön. Oh. Wer macht jetzt die Ecken? Leroy, kann er? Gibt's auch Leroy und Yala? Yep. Yeah! Vamos! Schon wieder gut. Digga, diese Ecken, Alter! Mip! Digga, diese Ecken sind krass! Digga, es ist einfach. Es ist die Rammelsche Schule. Machst kein gutes Spiel, hast du zwei Standards, zack. Digga, Leroy ist so am Ballen. Was macht er mit denen? Junge, das ist respektlos. Er spielt gegen eine F-Jugend einfach. Sagst du eigentlich zur BVB und RBL RIP-Gruppen? Check meinen Zweitkanal ab, Bro. Hab heute Champions League-Prognose hochgeladen. Kannst du dir gerne angucken. Da reden wir darüber. Und zu Null. Ey, wow. Euroleague läuft ja echt super. Galatasaray hat gewonnen, aber Euroleague sollten wir eigentlich mehr oder weniger fast durch sein jetzt. Euroleague sieht richtig gut aus. Brauchen halt im Endeffekt, brauchen wir einen Punkt, sind wir durch. Weil wir haben ja eh den direkten Vergleich gegen Linz. Brauchen einen Punkt. Stuttgart nur auf 5 wegen RDT. Dortmund auch wieder. Dortmund noch kein Spiel verloren. Weil sie sind gut dran an der Champions League. Kannst du wirklich nichts gegen sagen. Oh, nee. Rammel, hallo? Ach, Jürgen. Hey, schön, dass wir uns mal wieder sprechen. Wie geht's dir, mein Lieber? Ach, du willst dich entschuldigen. Ach, Jürgen, was soll ich dir erzählen? Ja, aktuell, ne? Da kommen sie wieder alle zu mir. Sagen sie, Rammel, der Supertrainer. Läuft alles. Gute Transfers gemacht. Den Verein fast schuldenfrei.
Ja, ja. Grüß den Tobi von mir. Was machst du, Jürgen? Aufrichtig entschuldigen sogar. Ja, ach, das ist ja der Wahnsinn. Ne Choreo vorbereitet gegen Leipzig für mich. Ey, mega, Jürgen. Du bist wirklich der Allerbeste. Dass wir beide uns nochmal so gut verstehen, ne? Das ist ja Wahnsinn. Wie läuft's sonst? Was macht die Frau? Was macht das Kind? Schön, schön. Bei den Bambinis angekommen. Ja, das... Der Sohnemann, ein Kind gezeugt und direkt Schalke-Mitglied. Ne, Jürgen, das machst du gut. Das machst du gut. Direkt rein in eine Kurve oder was? Und ihr macht gegen Leipzig ein bisschen Action oder was? Ach, geil. Ja, schick mal einen Link. Ich guck mir das an, okay? Ich guck mal rein. Das ist ja meine WhatsApp-Nummer. Nee, das ist mein WhatsApp-Status. Jürgen ist... steht. Das ist der Schnee von gestern. Ich ändere das auch für dich. Ich mache unsere Insta-Bilder wieder rein. Ja, alles klar, alles klar. Jo, mach's gut, Jürgen. Ciao, ciao. Ich guck's mir an. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ja, das war der Jürgen Morchat. Sich bei mir nochmal entschuldigt. Für den Rüdiger Rammel. Und dann haben wir es gegen Leipzig vorbereitet. Wir spielen als nächstes gegen Leipzig. Hör da mal rein. Ich hab so eine Vorahnung, Chat. Ich hab so eine Vorahnung, aber ich weiß nicht, was es wird. Es ist auf den Jürgen ist Verlass, Chat. Auf den Jürgen ist Verlass. Mods macht eine Wette. Ich zock gegen Rasenball, spiele ich selber. Die sind aktuell ein bisschen im Loch. Guckt euch das mal an hier. Tabellenposition 9. 13 Punkte nur. Ich nehme mir der Sache selber an. Da wird Aktion gemacht. Aktion, Reaktion. Ich bin die Aktion. Die schicken dich so wieder so ins Loch. Ja. Die Frieda Pranzlein, die wird für mich so einen geilen Elfmeter pfeifen. Die Frieda ist so gebrieft, die ist so gekauft. Gibt einen Elfmeter Schalke und dann easy. Oh, Chat, holt die Schals raus. Glück auf, der Steiger kommt. Spieltag 11 in der Fußball-Bundesliga. Der FC Schalke 04 und der Star-Coach Rüdiger Rammel trifft auf die Rasenballisten. Der Stern des Ostens. RB Leipzig zu Gast beim FC Schalke 04. Choreo für Rüdiger Rammel. Die Ultras stehen zu ihrem Erfolgscoach. Die Schalker in den letzten Wochen mit überragendem Fußball. In der Europa League sieht sehr gut aus. Ein kleinen Stolperer gab's in der Fußball-Bundesliga. Aber Rüdiger Rammel, auf den Mann ist Verlass. Im Kredit bei den Fans, wie schon lange nicht mehr. Der FC Schalke 04 in der Liga aktuell in berauschender Form. Und gegen die Rasenballisten aus Leipzig soll es nun also den weiteren Erfolg geben. Und die Schalker Startelf, sie ist mehr oder weniger eingespielt. Rüdiger Rammel schickt dir die typische A11 ins Rennen. 3-4-2-1. Einziger Wechsel ist Weston McKennie, der spielt für Catherine Thuram, der heute mal auf der Bank Platz nehmen wird. Linus Richter, Leroy Sané, Benjamin Sesko. Das Schalker Erfolgsduo. Trio. Die Leipziger im 4-Triple-2 mit Biuk und Sanke. Auf der Doppelzehn und Isak, wir haben ihn im Vorhinein der Partie gesehen. Mit bereits 8 Saisontoren in 10 Fußball-Bundesliga-Spielen. Und Schinter Appelkamp, der Ex-Schalker, sitzt auf der Bank. Und dann geht's rein, 90 Minuten Fußball, Schalke gegen Leipzig. Oh, Stadion brennt. Das Stadion brennt! Schalke stößt an im Tipico-Topspiel der Fußball-Bundesliga. Samstagabend, Flutlicht, Schalke gegen Leipzig. Hashtag nur Werbung für Tipico, aber heißt halt in der Bundesliga so. 8-facher Torschütze in der Fußball-Bundesliga, spielt den Ball auf Thales Mango. Mango und Matriciani dazwischen, Ecke Leipzig. Und Uedraogo dazwischen. Und Konter Schalke 04. Hasan Uedraogo. Und langsam ist er nicht. Uedraogo. Leroy Sané läuft mit. Aber Uedraogo muss es alleine machen. Und kläglicher Abschluss in die Arme von Mamardashvili. Hasan Uedraogo. Thales Mango. Oh, und gibt einen Freistoß. Aoyan kommt ein bisschen zu spät. Schiedsrichterin lässt den gelben Karton erst in der Tasche. Isak. Karl Mayer vor Soboschlei. Vor Soboschlei sag ich schon. Vor Sanke, aber keine Ecke. Richter.
Uedraogo, viel Platz für Singo. Singo dringt in den Strafraum ein. Singo, Sesko mit dem Dropping und Schalke führt. Was ein Spielzug. Und das können die Schalker. Wahnsinnsentwicklung spielerisch in diesem Fußballjahr. Neuzugang Singo auf Neuzugang Sesko. Und er nimmt die per Dropkick. Mamardashvili kriegt den Ball nicht, weil er dann nochmal auftickt und gefährlich wird. Und Schalke stellt die Weichen früh Richtung Sieg. Benjamin Sesko. Was ein Treffer. Was ein Treffer. Benjamin Sesko. Schalke führt. Sechster Saisontreffer für Sesko. Boah, Uedraogo. Und direkt weiter. Nochmal Sesko. Nochmal Sesko, Mamardashvili. Schalke fast mit dem Doppelschlag. Rajetic. Niklas Süle. Oh, gefährlich. Isak. Isak legt in den Rückraum. Mango, Thales Mango, tanzt Mango. Fofana, Uedraogo. Jetzt hat Schalke Stress. Aber kann sich befreien. Und Sesko. Der Ex-Leipziger im Konter. Benjamin Sesko. Was für eine Athletik. Was für ein Sprint. Sesko. 2-0 Schalke. Überragend. Und da ist die Ablösesumme bis auf den Cent bezahlt. Benjamin Sesko, was ein Treffer. Schalke führt 2-0 im Spitzenspiel gegen Leipzig. Und das ist überragend gemacht. Überragender Lauf von Sesko. Mehr Athletik, mehr Tempo, mehr Physis, mehr Durchsetzungskraft als alle Leipziger da hinten in der Verteidigung. Und Rammel kann zufrieden sein. Und Niklas Süle nach 40 Minuten raus. Der Mann hat einen Tisch bei Big Mac, McDonald's reserviert. Und deshalb muss er runter. Hat eine Verabredung. Und wir wissen, deutsche Pünktlichkeit ist wichtig. Der Mann geht runter. Aus der Arena direkt zum Taxistand Gelsenkirchenburg. Schalke kann hier 3-0 führen. Und Ecke Aujan, die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Sané vor Mango. Sané. Kein Elfmeter. Halbzeit. Schalke verdient mit einer 2-0-Führung im Topspiel. Oh, und das ist stark gespielt. Und Leipzig ist zurück. Und Leipzig kommt gut aus der Kabine. Sanke. Anschluss. Das war stark gespielt. Leipziger Offensivqualitäten. Und in der Auswärtskurve, der Verein ist noch nicht so lange gegründet, können sie nicht mal ihr Logo auf die Fahnen draufschreiben. Weil sie einfach nicht lang genug wissen, wie das Logo aussieht. Aber Leipzig mit dem Anschluss. 1-2. Sané. Uedraogo. Sesko überragend. Und fast das 3-1. Ecke Schalke. Aujan mit Druck gefährlich. Und Schalke jetzt wieder näher dran. Die Arena ist laut, die Arena bebt. Weil Leipzig bleibt im Spiel. Dreifachwechsel bei Rüdiger Rammel, Dreifachwechsel bei Schalke. Schallenberg, Emerson Royal und Meet Me Brian, lass mir kommen rein. Isak. Boah, starker Lauf von Isak. Isak, Superball, Thales Mango. Und natürlich der Captain, Henning Matriciani. Und einer seiner berühmten Konterläufe, Henning Matriciani. Wollte ein bisschen zu viel. Und zieht das Foul. Geld für den Captain. Und klärt hinten direkt wieder. Matriciani, Sané. Mango, Fofana. Und Leipzig gleicht aus. Seko Fofana 2-2. Es ist einfach nur bitter für alle Fans des FC Schalke. Die machen ein Wahnsinnsspiel. Und Leipzig sticht zweimal brutal zu. Leipzig führt. Leipzig führt in der Veltins-Arena. Schinter Appelkamp gerade eingewechselt. Und auf Schalke wird gerudert. Sowohl im Stadion als auch in der Zielsetzung, wenn es um die Champions-League-Träume geht.
Schalke bemüht. Schalke mit Risiko. Schallenberg. Osun, Lassme. Seschko kommt nicht dran. Und Kontermöglichkeiten für die Leipziger. Thales Mango. Oh Gott. Isak. Erfolg von Meier und Emerson. Osun. Wartet auf den schnellen Kevin Schade. Kevin Schade und der zündet den Turbo. Kevin Schade, Schade, Seschko, Ausgleich, Hattrick Benjamin Seschko. Und Schalke ist wieder da. Wahnsinnslauf von Benjamin Seschko und auch von Kevin Schade. Und es ist einfach nur verdient. Alle bei der Eckfahne. Wahnsinnsantritt. Kevin Schade im Grätschen. Und dann ist es zum dritten Mal am heutigen Abend. Benjamin Seschko, Saisontreffer 6, 7 und 8. Bleibt's beim 3-3 oder geht noch was? Gibt einen Einwurf für Schalke, 90. läuft. Und das Stadion fordert, das Stadion brennt. Und die Schalke-Fans wollen noch mal was sehen. Vielleicht von Brian Lassme. 2 Minuten obendrauf, Lassme, Seschko. Kommt nicht durch, Schallenberg. Nochmal Seschko, 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 Mamardaschwili. Bist du verrückt? Und das Topspiel endet mit 3-3. Ah! Ah, GG ist wenigstens zurückgekämpft, ey. Mann, Alter. Kriegt man da auf einmal 3 Gegentore? Bodenlos. Bremen, Galatasaray auswärts, Kölnheim, Bayern auswärts im Pokal. Ja, Prost Mahlzeit. Prost Mahlzeit. Kevin Schade für Deutschland nominiert. Gesamtstärke von Alvaro nachschauen. 88 mittlerweile. 107 Millionen wert. Ich glaube, Seschko müsste jetzt 8 Saisontore haben. Ich glaube, der hat gerade Tor 6, 7 und 8 gemacht in der Liga. Lol, der ist auch bester Vorlagengeber. Was? Tabelle? 6. Ja, sind eigentlich ganz gut dabei. Wir müssen jetzt halt gegen Bremen gewinnen. Das ist wichtig. Seschko hat gerade 6, 7, 8 das Saisontor gemacht. Torvorlagen, Illing Junior hat 5. Digga, Seschko hat 12 Scorer in 9 Spielen. Holy shit, Alter. Kick hat 94 mittlerweile, Chat. Aguilar ist jetzt so ein bisschen Flop, Chat, sage ich euch ehrlich. Karl Mayer ist halt Real Talk besser als der. Das ist so krass. Kann man das halt manchmal nicht erklären. Henning hat 82, geil. Chat, Henning 82. Erste Elf, Chat. Hier wird nicht rotiert. Hier wird nicht rotiert. Ich will einfach das Bremer Horn nicht hören. Chat, gib mir die Gotrichani-Emotes. Stark. Stark. Schade. Guter Versuch. Guter Versuch. Kann man machen. Kurze Ecke. Schade, schade, weiter. Guter Versuch. Na. Na, da keiner hängt so wirklich durch. Was so richtig gut ist, auch keiner. Digga, die kommen nicht hinten raus. Lauf. Ey, Digga, Kevin, schade, willst du mich natzen? Lauf, bitte. Lauf doch mal! Ach, Digga, das ist bodenlos, Mann. Unnötiger Punktverlust. Werde ich aber rotieren, weil wir haben eine harte Woche vor uns. Wir müssen gegen Köln performen in der Liga. Das wird sehr, sehr wichtig, das Heimspiel. Euroleague sind wir mehr oder weniger schon durch. Und dann ist Pokal Bayern. Das ist eine ganz, ganz wichtige Woche. Chat, das wird eine ganz, ganz wichtige Woche. Wenn wir da mit 3 Siegen rausgehen, wäre geisteskrass. Linus Richter 84. So, jetzt wird aber rotiert. Ah, ich weiß halt nicht, wie krass ich rotieren soll. Ja, machen wir es mal so. Ist schon sehr gut durchrotiert. Hier einen Punkt, dann sind wir durch. Wenn wir da nicht mindestens 2 Spiele gewinnen, haben wir ein großes Problem. Eigentlich müssen wir alle 3 gewinnen. Lauf, Kevin Schade, bitte. Ja! Jan fucking Usun, der ist so wichtig, Chat. Es ist so wichtig, einen guten Ersatzstürmer zu haben. Es ist so big. Und er trifft gegen seine türkischen Landsleute. Ehren-Usun. Also Chat, eine Sache.
Aber ich finde, wir haben dieses Jahr wirklich auch einen starken Kader zusammen in der Breite. Da kannst du nichts sagen. Der Kader ist auch super in der Breite. Wir sind echt top aufgestellt. Ich glaube, wir werden auch im Winter nichts machen. Ich wüsste nicht... Na, schade. Ich wüsste nicht, was ich im Winter holen soll. Eigentlich echt gut aufgestellt. Oder hättet ihr irgendeine Position, wo ihr krass Bedarf seht? Ich sehe es nicht. Sei denn, wir kriegen halt irgendein unmoralisches Angebot. Dann würde ich es mir überlegen, aber sonst... Komm, wenn wir das über die Bühne bringen... Das wäre Killer. Ja, ja. Der Drucker. Der Drucker. Oh! Digga, Benjamin Sesko, du fucking Goat. Was für eine Bewegung, was für ein Pass. Junge! Sesko, du geile Sau. Sesko, du geile Sau, Alter. Abseits. Einfach nur noch lang raus, dann ist vorbei. Let's go, Digga. Let's go. Let's go. Wir müssen nur am letzten Spiel... Ja, wir sind auf jeden Fall in der K.O.-Phase. Gruppenerster können wir dann werden, wenn Gala stolpert. Wir sind auf jeden Fall Gruppenerster, wir sind durch. Wir spielen auf jeden Fall, wir überwintern europäisch. Teil 1 der Hausaufgaben ist abgearbeitet. Ah lol, wir haben ja jetzt sogar 3 Punkte mehr als Gala. Wir brauchen nur einen Punkt im letzten Spiel, dann sind wir auch Gruppenerster. Chat, die 9 Euro Fighter. Schöne Sache. Was macht CL? Oh, Bayern, gut dabei. Oh, Ajax vor Neapel. Alter, Salzburg. Tschüss. Lol, Getafe. Wahrscheinlich mit Greenwood, hä? Ja, Dortmund auch durch. Atletico Juve durch. So, Teil 2 der Wochen der Wahrheit. Teil 2 der Woche der Wahrheit. Wir brauchen diesen Sieg. Er wäre so wichtig. Und dann nehmen wir uns Bayern im Pokal vor. Dann sieht's so gut aus. Dann sieht's so gut aus. Guter Start. Soll mal einer reinfallen. Noch eine Ecke. Boah! Du musst ja schon 3-0 führen in 10 Minuten. Was ist das denn? 5-0 Torschüsse. Stark, Henning. Bitte, Linus, bitte! Ach, Digga, lauf doch noch! Ey, wir haben so viele Chancen. Kann jetzt bitte mal einer reinfliegen? 6-0 Ecken. Aujan, dein Job. Sesko, dein Job! Wir spielen so gut eigentlich. Wie macht sich das Team? Wer gut, wer nicht? Eigentlich alle gut. Der Einzige, der ein bisschen enttäuscht, ist der Innenverteidiger, dieser Xavi Aguilar. Aber Karl Mayer hat ihn halt komplett verdrängt. Ist nicht passiert, ne? Ist nicht passiert. 8-1 Schüsse. Digga, das ist nicht passiert. Ey, also das ist ein schlechter Scherz. Wir spielen so gut. Das ist so ein schlechter Scherz, Mann. Das ist so ein schlechter Scherz. Ja, es war abseits. Digga, ich werf gleich mein Handy. Ich werf gleich was. Mann, ist das unnötig! F*** mich doch, Alter. Die waren so scheiße. Die waren so scheiße. Und jetzt geht's nach München. Mann, Alter. Kein Bock, Champions League zu spielen, diese Mannschaft. Kein Bock. 4 Punkte hinter Platz 4. Frag dich mal, woran's liegt, ey. Meine Fresse, die sind 15. Die waren 16. Meine Fresse, Alter. Jetzt gibt's auf die Fresse. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's aufs Maul. Musiala Kapitän bei den Bayern. Lenny Schneider und Aguilar rein. Malik hat 85. Bitte, bitte. Die spielen Davis-Rechtsverteidiger, Männer. Das ist ein Pokalspiel. Wir müssen den DFB-Pokalfluch überwinden. Aber wir spielen in München. Leroy gegen die alten Jungs. Superball, Leroy. Superball, Leroy. Awesome! Ja! Und jetzt Bus parken. Komm, Freddy, Bus bauen. Im eigenen 16er den Bus bauen.
Sehr schön. Ja. Arslan, bitte! Oh! Weiter, 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 weiter. Weiter! Gegen die Bayern! Das wäre so krass! Leroy, auch brutales Spiel. Oh mein Gott, Linus. Oh mein Gott, Linus! Das war Latte. Oh, schade, Leroy. Defensive nicht vergessen, Männer. Nicht vergessen. Henning rein. Rein. Alles gut. Oh Gott. Oh Gott, Männer. Sperrt das Ding ab. Macht eine Vollsperrung vorm 16er. Vollsperrung! Ecke München. Aus! Aus! Das Spiel ist aus! Wir haben die Bayern aus dem Pokal gekegelt. Wir haben die Bayern aus dem verf***ten Pokal gekegelt. Lenny Schneider, Arslan Ouedraogo. Ihr kriegt morgen, ihr kriegt alle morgen frei. Ich kaufe euch alles, was ihr wollt. Frankfurt gegen Leipzig weiter. Dortmund weiter, Leverkusen raus. Es ist nur noch Dortmund als Top-Favorit mit drin. Leverkusen und Bayern beide raus. Vergiss nicht, wegen Ballon d'Or zu schauen. Wann muss ich da gucken? Sesko ist platt, ich lass Usun zocken. Und Kevin Schade für 8. Dezember. Kim Min-jae als Kapitän läuft da rum. Oh, die Jungs sind da. Und die Jungs spielen Fußball! Es wäre wieder Arslan gewesen, abseits. Leroy, bitte mach den doch. Oh, Jan. Auf Leroy! Malik! McKennie! Leroy, mach ihn doch! Digga, diese Flanken sind so Arschritze, Singo. Du spielst ja wirklich gut, aber diese Flanken von dir sind Arschritze. Ja, 0-0. Ja, ist nicht schlecht, aber ist auch nicht gut. Halt echt unentschieden, Könige. Aber die Abwehr hat sich halt echt stabilisiert, da kannst du nichts sagen. Die Abwehr ist wirklich viel besser geworden. Zu viele Unentschieden leider, ja. So, hier wird komplett rotiert, Europa League. Hier wird komplett rotiert, Chat. Ich gebe sogar Manuel Neuer ein Euroleague-Spiel. Der darf mal wieder ran, nach langer Zeit. Free Ralle. Neuer und Ralle teilen sich das Spiel. Ralle wird eingewechselt. Jeder eine Halbzeit. Wir sind eh safe durch. Schade. Oh, schade, Leroy. Boah, Usun, was ein Ball. Leroy. Schön. Was ein Fehler da. Und dann Kopf oben, Brian Larsen. Miep, miep. Schön gesweated, Junge. Chat, Applaus für Manuel Neuer. Verlässt das Feld. Ralle Fährmann kommt. Mit 47. Ein Tempo hat er. Guckt euch die Stats an. Ein Antritt, ein Ausdauer, ein Beweglichkeit, ein Übersicht, ein Stellungsspiel. 14 Ruhe. Und rein da, Ralle. Und von den Rängen kommt Ralf Fährmann. Ralf Fährmann. Ralf Fährmann. Da ist er doch. Can Usun. Stark, Junge. Ralle und Neuer beide zu Null. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Sehr gut. Oh, schön. Ja, Junge. Linus Richter. Der für die C11 sehr stabil, Junge. Machen wir richtig gut. Linus Richter. Hey, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Damit habe ich nicht gerechnet, mit so einem deutlichen Ergebnis. Linus Richter! Boah, Junge. Einfach Hattrick nach Einwechslung. Krank.
krank, krank, krank. Ich muss aber einmal rein. Ich muss mir was angucken. Ich muss mir was angucken, Chat. Rolle! Und der Mann rennt. Und der Mann rennt. Und der Mann rennt. Wow, gut. Und Linus. Und Usun. Oh, schade. Aus, aus. Das Spiel ist aus. Junge, Linus holt sich den Ball. 5-0. Stark, 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 Alter. Für die C11, barbarmäßig. Boah, wir sind in der Liga nur noch 9., weil wir so unentschieden Könige sind. Aber es sind halt auch nur 5 Punkte auf die CL. Wir müssen jetzt gegen Gladbach gewinnen. War mal an die Leihspieler. Boah, Krüger plus 8, 74. Das 5-Millionen-Talent leider nur plus 1. Aber Krüger ist sehr strong. Team steht. Wir brauchen 3 Punkte. Oh, ich hab schnell simuliert. Ey, aber wir haben 3 Punkte. Ich hab aus Versehen schnell simuliert. Lol, Leroy Sané hat wieder getroffen. Let's go. Ich hab mich verklickt, aber gut. Morat hat uns zwar eingedrückt, aber egal, wir haben gewonnen. Vamos. Alles gut. Let's go. Let's go, Chat. Das ist big. Malik mit so einer Hütte, safe. Oh, ja, dort Jalla. Ich sag, oh, guck, 7. Und da waren es nur noch 2 Punkte auf Rang 4. Und 13 auf Dortmund. Ja, Dortmund ist ganz gut, würde ich sagen. Oh, wir spielen. Hertha ist Schlusslicht, Chat. Hertha ist 18. mit 7 Punkten. Da es funktioniert hat, 2 in a row. Hassan Uedra Ogo. Schmutziger 1-0-Sieg beim letzten, aber egal. Schmutzig, schön, gute Sache. Hedel mit einem 8-2. Klasse, Uedra Ogo 8,8. Weil du ein Macher bist, Junge. Weil du ein Macher bist, Chat. Und jetzt reden wir. Jetzt reden wir. Wir reden, Chat. Jetzt reden wir. Und jetzt auf die News. Spieler des Jahres bekannt gegeben. Erling. Hat einen Ballon d'Or. Jetzt wissen wir auch, warum Alvaro bei City nicht spielt. Weil halt der Ballon d'Or-Gewinner da ihn gebatcht hat. Ja. Alvaro, 88 immer noch. 94 Haaland, 28 mittlerweile. Digga, ist halt so krank, ne? Da merkst du mal, wie viele Saisons Haaland noch eigentlich im Petto hat. Wir sind in Saison 7 hier in der Karriere, der ist immer noch nur 28. Mods, macht eine 2-Minuten-Wette. Ich spiele selber gegen die Bayern. Macht Sieg, ja, nein, 2-Minuten-Wette. Ich geh kurz pissen. Das Dach ist offen. Flutlichtspiel in der Veltins Arena. Das letzte Spiel der Hinrunde für die Königsblauen und für den FC Bayern München. Beide Mannschaften aktuell sehr, sehr gut in Form. Und man ist sich erst vor wenigen Wochen im DFB-Pokal begegnet. Da haben die Schalker auswärts in München in der Allianz Arena die glorreichen Bayern, den Rekordmeister, aus dem DFB-Pokal geworfen. Die Bayern haben sich Rache geschwört. An Rüdiger Rammel und an seinen Schalkern. Und auch am Kapitän Henning Matriciani. Choreo übers ganze Stadion. Die Hütte ist voll. Schalke gegen Bayern München. Das Traditionsduell. Die Schalker im 3-4-2-1. Das ist die eingespielte Formation der Schalker von Rüdiger Rammel. Einzige Änderung, Aguilar für Malik Djau. Geht's ein bisschen um Belastungssteuerung, der nimmt erstmal auf der Bank Platz. Die Bayern im 4-2-3-1 mit Nicht-Stammtorhüter Ray hinten drin, aber mit Starstürmer Victor Osimhen. Remiro, die neue Nummer 1 bei den Bayern, und die Bank ist auch prall gefüllt mit Superstars. Eder Militao, Cucurella. Und die Mannschaft soll es heute richten. Die Bayern stoßen an. Und dann geht's los. Soboschlei direkt gegen Singo, aber nicht gegen Matriciani. Leroy Sané, früher Ex-Schalker, heute Ex-Münchener, denn der ist zurückgekehrt zu den Blau-Weißen. Thomas Tuchel, mittlerweile 7 Jahre im Amt. Bei den Bayern rumort es. Bei den Bayern gibt's wieder ein bisschen Krise. Die Dortmunder führen die Bundesliga-Tabelle souverän an. Und Thomas Tuchel sucht auch im Jahr 2028 nach seiner Holding Six. Denn heute im zentralen Mittelfeld Jamal Musiala und Kudus. Die das beide können, aber nicht wollen. Aoyan. Vor Bayern Musiala, Aoyan. Uedra Ogo. Stört von Musiala.
Xavi Simmons, Osimhen. Oh, da geht Karl Mayer zu viel runter. Osimhen, immer noch Osimhen, immer noch Osimhen, immer noch Osimhen. Thüram dazwischen. Konter Schalke, Sesko. Sesko wartet auf Leroy Sané und der kann jetzt das Tor machen. Sané, Sané und 1-0 Schalke. Aus dem quasi nichts. Bayern dominiert die Anfangsphase. Und dann ist es diesmal nicht Sané auf Sesko, sondern Sesko auf Sané und der Ex-Bayer aus der Knappenschmiede zu den Münchnern gewechselt. Mit Umweg über Manchester City als Zwischenstation. Jetzt wieder zurück bei Schalke. Mit dem 1-0 krönt seine überragende Hinrundenleistung. Leroy Sané, Schalke führt. 8. Saisontreffer. Ne, ich meinte mit Zwischenstation, dass der damals nicht von Schalke direkt zu München gegangen ist. Sondern ja von Schalke zu City und dann zu Bayern. Scheint, wisst ihr, was ich meine? Boah, Uitraogo mit Problemen. Kudus. Kudus und Matriciani. Mit dem Feuerlöscher. Sesko. Schalke tut sich schwer, Entlastung zu finden. Soboschlein. Osimhen. Immer noch Osimhen. Simmons. Und es ist überragend gespielt. James Maddison. Ausgleich. Überragender Angriff der Münchner. Soboschlein. Osimhen. Xavi Simmons. Mit Zwischenstation Soboschlein. Ist Weltklasse gespielt. Die Münchner gleichen verdient aus. Osimhen. Oh, und das ist richtig bitter. Die Bayern drehen das Spiel. Jamal Musiala. Ping-Pong vom Schalker Strafraum. Und dann ist es Jamal Musiala frei vor Hede. Dicker Dämpfer vor der Halbzeit. 5. Saisontor Jamal Musiala. Und der Pausentee ist schon warm. Ab in die Kabine. Ach Mann, Digga. Es ist so schwer, so Top-Teams auf Ultimativ zu verteidigen, Chetner. Das ist so bitter. Also, Offensive, da kann man immer was kreieren, ne? Deshalb gehen die Spiele auch immer so hoch aus. Aber, Digga, Ultimativ gegen Top-Teams zu verteidigen mit dem Wettkampfmodus. Jo, das ist schwieriger als Weekend League. Das ist so krass. Die machen da 10 Sterne-Skills. Oh Jan. Schwacher Ball. Und wieder Thüram. Macht ein richtig gutes Spiel, Kevin Thüram. Freistoß Schalke. Schalke macht kein schlechtes Spiel. Aber Bayern wirkt zu abgeklärt. Sesko kann sich mal behaupten. Sesko. Nimmt die Roy Sané mit und er hat einen sehr explosiven Antritt. Sané mit dem Lupfer. Und Remiro. Rammel wechselt offensiv. Can Uzun für Asano Uitraogo. Ecke Schalke, Stadion ist da. Aujan. Auf Sesko. Uzun, Remiro. Dürfen aber nicht zu viel Risiko eingehen, sonst steht es ruckzuck 3-1. Chukwueze, frisch eingewechselt. Chukwueze. Immer, ah, das ist überrangt. Das ist überragend und das ist Victor Osimhen. Und das 3-1 für die Bayern. Und es ist überragend gespielt. Es ist überragend gespielt. Die Schalker kriegen ein bisschen ihre Grenzen aufgezeigt. Chukwueze, Osimhen. 1-3. Oh, Osimhen mit der Hacke. Unwiderstehlich. Hede. Osimhen nochmal mit der Hacke. Nochmal Osimhen. Lupfer. 4-1. Es ist überragend. Es ist eine Machtdemonstration der Bayern. Es ist überragend. Und der Hattrick von Victor Osimhen. Überragendes Tor. Sané nochmal für Schalke. Kommt nicht vorbei an Davis. Und dann ist das Spiel aus. 1-4. Die Schalker beenden die Hinrunde mit einer Lehrstunde. Zum Glück ist Frankfurt Baden. Digga, Bayern ist sogar wahrscheinlich Herbstmeister. Dortmund hat sein erstes Spiel am 17. Spieltag verloren gegen Union. Tja, was ist schiefgelaufen? Ich bin schuld. Ich trage die Verantwortung. Ja, bitter. Es hat die Hinrunde eigentlich nicht verdient. Beenden die Hinrunde auf der 6. Union ist mit dem Sieg in Dortmund an uns vorbeigezogen. Es sind halt 2 Punkte. 2 Punkte auf die Champions League. Und vorne wird es jetzt richtig spannend. Aber ich sag euch ehrlich, nach dem Spiel, Alter, Bayern verdienter Herbstmeister. Also was die da gezaubert haben, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch.
Tammy Abraham 13 Tore. Elmas 10, Osimhen 9, Sané 8, Sechko 8. Sechko 5 Vorlagen. Ja, bitter, Alter. Bitter, bitter, bitter. An Weihnachten wird trainiert. Na ja, komm, ich lasse den Jungs einen Tag frei. Das ist unser Kader, Freunde. Lasst ein Like da, wenn ihr das Video hier auf YouTube seht. Sechko ist ein Walkout, ist auf 86 hoch. Sané wieder auf 84 hoch, hat er sich aber auch verdient. Er spielt echt eine richtig gute Hinrunde. Ja, in der nächsten Folge geht's weiter mit der kompletten Rückrunde und Wintertransfers. Macht's gut, lasst ein Like da, supportet die Serie weiter. Ciao, ciao.